Was wollen Sie wissen? Fragen, Anregungen? Hat einer eine Lösung für die Euro-Krise? Dann wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt. Immer schön was reinpumpen ins Boot. Okay, ja, das sind ja nicht meine Steuergelder. Ne? So, vernünftig geht das eh schon. Okay. Wie sieht es denn mit dem Medienrecht aus, Herr Rösler? Wir machen jetzt gerade einen Hangout und Air und da gibt es ja so Gesetze in Deutschland, die da ein bisschen dagegen stehen. Die ist begrenzt, was die Streaming-Anzahl haben wir da gerade. Ja, es ist ja schon strafbar, wenn man die theoretische Möglichkeit schafft. Also man müsste im Gesetz eigentlich nur diese theoretische Möglichkeit wegmachen, dann könnte man Hangout und Air bis 500 Personen machen. Okay. Also, dann mache ich mal ein Angebot, oder? Wir machen mal ein Angebot, dass der Kollege steht hier neben mir, der ist ein Zeuge. Einer muss es zusammenschreiben. Den Kollegen hier geben und dann zu mir kommen. Wir sind ja für den ganzen Kram zuständig, wenn es nicht immer die Länder sind. Aber da will ich mich nicht rausreden. Und dann gehen wir an die Stelle nochmal ran. Es ist ja eine medienrechtliche Frage, ab wann man ein Sender ist und so weiter. Das hängt ja davon ab, wie viele Streaming-Kunden und so weiter man hat. Aber trotzdem, ich glaube schon, dass das, was an Möglichkeiten da ist, die ausreichend genutzt wird, weil schlicht eben die bisherigen Regelungen noch aufgebaut sind, als es noch früher Rundfunk gab, UKW und ähnliche Dinge. Ja. Und man hat mit den Möglichkeiten gar nicht rechnen können, weil sie gar nicht damals gab. Und man muss das jetzt anpassen. Und was man wie anpasst, ich bin da locker und offen. Das ist gut zu hören. Das freut mich. Okay. Also es ist ja so, wenn jetzt junge Leute da was machen, dann stehen die ja im Prinzip mit einem Bein im Gefängnis. Ne? Ja. Beziehungsweise stehen dann Strafen bis zu 500.000 Euro im Raum. Finanzielle Lawine. Ich mache mal ein Foto von euch hier. Guck mal, sehe ich dich. Oh, ich sehe einen Wirtschaftsminister. Ja, moin, hallo. Ja, hallo. Jetzt sehe ich mich selber. Da kann ich mich nicht selber gut sehen. Grüß dich. Haben wir uns jetzt alle gegenseitig selber mal fotografiert und wissen, dass wir da sind? Oder? Was ist denn auf Ihrem Gerät alles hinten drauf, Herr Rösler? Einmal so ein Pad für Sauermachen. Ah ja. Der FDP-Bundestagsfraktion Freiheit bewegt. Das ist ganz wichtig. Und dann natürlich, so ein Button für. Das sind Ihre Steuergelder des Wirtschaftsministeriums. Mhm. Wirtschaft, Wachstum, Wohlstand. Damit kann man dann